Meister gegen Vizemeister am 24. Spieltag der DEL. München gegen Wolfsburg. Die Wolfsburger kamen mit 5 Auswärtssiegen in Folge, wollten hier den 6. Den besseren Start, den erwischten allerdings die Münchner in diese Partie, starteten mit viel Dampf und hatten die erste dicke Möglichkeit. Seidenberg mit dem Pass auf Jeffrey und der verpasst das 1:0. Für Wolfsburg rettet Alex Roach per Stick-Save sozusagen der Verteidiger. Sprung in die 8. Minute. Wieder die Münchner. Schöner Doppelpass, dann landet die Scheibe bei Flake und diesmal Jeffrey erfolgreich. Was ein Pass von Flake. Jeffrey und er eigentlich gar nicht in einer Reihe zusammen, aber Jeffrey war schon aufs Eis gekommen. Flake noch drauf, die Co-Produktion zum verdienten 1:0 für die Münchner. Bei denen fehlte Danny aus den Birken wegen Magen-Darm kurzfristig. Aber das merkte man im ersten Drittel gar nicht. Nächste dicke Münchner Chance, Dominik Kahun. Eine gute Minute vor Ende des ersten Drittels an die Latte. Es hätte gut und gerne 2:0 stehen können. Pavel Groß machte sich Notizen und er machte einige Umstellungen zum zweiten Drittel. Seine Mannschaft sollte jetzt viel stärker spielen. Gerrit Fauser geht gegen Keith Okoy nach, zwingt diesen zum Fehler. Gerrit Fauser im Nachschuss zum 1:1. Die Scheibe reingearbeitet, reingestochert. Gerrit Fauser mit seinem 8. Saisontreffer. Fehler, wie sie Keith Okoy selten passieren, aber auffällig bei München in den letzten Wochen immer wieder diese individuellen Aussätze. Nur eine Minute später. Wieder guter Druck der Wolfsburger. Scheibe kommt vors Tor, das ist Kamil Krebs. Kamil Krebs, er im 3. zum 2:1. Die Partie gedreht. Und da machten die Wolfsburger vieles richtig. Foucault zieht vors Tor, macht Leggio das Leben schwer. Die Münchner zu passiv. Krebs ebenfalls mit Saisontreffer Nummer 8 durch die Beine von David Leggio. München davon geschockt und Wolfsburg jetzt am Drücker. Nur wenige Minuten später wieder. Der nächste Angriff mit Weiß und Tyson Mulock. 3:1. Die Wolfsburger, sie besannen sich jetzt auf das einfache Spiel und das machten sie richtig gut. Mulock vors Tor, Scheibe vors Tor und rein das Ding. Nichts zu halten in diesem Fall für David Leggio. München hatte kaum noch was zu melden. Immer noch das zweite Drittel. Wieder die Wolfsburger mit ihrem Kapitän Tyler Haskins. Tyler Haskins, keiner greift ihn richtig an. Haskins auf Dehner und die Scheibe wieder drin. Sofort die Reklamation von David Leggio. Die Schiedsrichter schauten sich das Ganze auch noch mal per Videobeweis an. Frage, ob Carter Proff da im Torraum Leggio die Sicht nahm. Aber sie gaben den Treffer. Gut geschrieben wurde er. Gerrit Fauser, damit Doppelpack für Fauser und das 4:1 für Wolfsburg. 4 Tore im zweiten Drittel, Don Jackson bedient. Seine Mannschaft brauchte einen schnellen Start, ein schnelles Tor im dritten Drittel. Erst einmal Überzahl für Wolfsburg. Aber die Münchner, sie können ja Unterzahl. Konter, Masek, Okoy, Masek und da war dieser Traumstart. Schnell abgeschlossen, oben in den Giebel. Der Start der Münchner Aufholjagd, dachten viele nach diesem schönen Treffer von Brooks Masek. Aber München dann angestachelt davon mit offenem Visier, immer noch in Unterzahl. Und die Wolfsburger mit Tyler Haskins. Tyler Haskins geht durch, kein typisches Überzahltor, aber der Neckbreaker für München. Nur 35 Sekunden nach dem Anschluss zum 2:4. Haskins mit dem 5:2. Wolfsburg einfach eiskalt im Nutzen seiner Chancen. Und Frankie Mauer hatte eine spezielle Erklärung für die Münchner Niederlage. Ja, keine Ahnung. Wir haben heute komplett den Faden verloren. Ich hatte den Eindruck, dass Wolfsburg uns heute mit unseren eigenen Waffen geschlagen hat. Wir waren immer einen Schritt schneller. Haben verdient gewonnen, das muss man ihnen ganz klar lassen. Die haben ein super Spiel gemacht. Wir hatten nicht viel und es gilt es einfach aufzuarbeiten. Wolfsburg also holt sich den 6. Auswärtssieg in Folge und stellt damit den bestehenden Vereinsrekord aus dem letzten Jahr ein.